Wir müssen alles dafür tun, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen beim Klimaschutz. Das ist ja die Bilanz der letzten Jahre, dass wir oft ehrgeizige, ambitionierte Ziele haben, die aber dann auf dem Papier stehen bleiben. Das Flutdrama im Ahrtal hat es auch dem Letzten vor Augen geführt. Die Katastrophe kommt. Nein, sie ist an vielen Stellen schon da. Dringt ein in unser Leben, selbst in der scheinbar sicheren Eifel. Es ist offensichtlich, dass wir massiv umsteuern müssen. Die Erkenntnis ist längst da und dennoch tun viele von uns, nicht nur die Politik, viel zu wenig. Warum ist das so? Warum lassen wir uns mehr Zeit, als wir haben? Das wollen wir uns in den nächsten Minuten näher anschauen. Ich bin Theo Koll, willkommen bei Kontext. Wir steuern ganz offensichtlich auf die Klimakipppunkte zu. Danach ist nichts mehr aufzuhalten. Die Wissenschaft warnt uns Menschen seit Jahrzehnten genau vor dieser Entwicklung. Aber warum ist so wenig passiert? Sind Regierungen zu kurzsichtig? Sind wir Bürger zu bequem? Die Wirtschaft zu profitorientiert? Kontext möchte genau das liefern. Den nötigen Kontext, also Hintergrund zu aktuellen Fragen und Debatten. Beginnen wir mit der deutschen Klima- und Umweltpolitik. Generell gehen wir davon aus, dass die Temperaturen bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahrhunderts um 1,5 bis 4,5 Grad Celsius erhöhen werden. Die Folge wird eine Zunahme der meteorologischen Extremsituationen sein, unter anderem auch der Frequenz und der Intensität von Stürmen. Das war 1990, also vor über 30 Jahren. Die Warnungen vor dem drohenden Klimawandel klingen heute erstaunlich ähnlich, etwa im jüngsten Sachstandsbericht des Weltklimarats. Wir zeigen in diesem Bericht sehr klar, dass jedes Zehntel Grad Erwärmung zusätzliche Extreme mit sich bringt. Insbesondere sind das Hitzewellen und damit verbundene Dürren. Aber auch Extremniederschläge werden häufiger durch Zunahme des Klimawandels. Weltweiten CO2-Emissionen steigen weiter. Allen Warnungen zum Trotz. In Deutschland schaffen wir es zwar, den nationalen Treibhausgasausstoß seit 1990 tendenziell leicht zu senken, doch alles viel zu langsam. Wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir genug getan haben. Das ist ja vollkommen klar. Aber das kenne ich auch echt im Augenblick niemanden. Frau Merkel bezieht uns alle ein. Keiner habe genug getan. Aber warum ist das so? Das wollen wir uns näher ansehen und gehen dafür kurz zurück in die 90er Jahre. Die Bundesrepublik nimmt ihr eigenes Klimaziel ernst. Sie sagt, nicht nur was für andere gilt, sondern auch für sie. Die Industrieländer müssen die Leistungen beim Klimaschutz bringen. Damals, Ende der 90er, gilt Deutschland als Musterschüler im Fach Klimaschutz. Wir sind zwar damals der fünftgrößte Verursacher von klimaschädlichen Gasen, zeigen aber zumindest die Bereitschaft, die Emissionen zu reduzieren und kämpfen auf internationalen Gipfeln eifrig für mehr Klimaschutz. So auch 1997 bei den Verhandlungen des Kyoto-Protokolls. Wenn man mit Optimismus an die Sache rangehen will, dann muss man auch an den Erfolg glauben. Ich denke, es gibt eine reale Chance, aber es werden extrem schwierige Verhandlungen. Aber ich werde mich mühen. Wenn es ein Protokoll gibt auf Basis des US-Vorschlags, wird Deutschland dem zustimmen? Also für mich ist ein Ergebnis dieser Verhandlungen, das heißt Stabilisierung und keine Zahl für Reduktion, kein Ergebnis, dem werde ich nicht zustimmen. Als Umweltministerin hatte Angela Merkel eine klare und ambitionierte Haltung zum Umwelt- und Klimaschutz, stieß aber schnell an die Grenzen ihrer Macht. Welche Konsequenzen aus dem Sommersmog zu ziehen sind, bleibt in Deutschland umstritten. Umweltministerin Merkel plädiert, wie auch die SPD, für Fahrverbote. Dies scheiterte allerdings im Bonner Kabinett am Veto vom Wirtschafts- und vom Verkehrsminister. Eigentlich wollte sich Angela Merkel vom Kabinett die Eckwerte ihrer Sommersmog-Verordnung bestätigen lassen. Großräumige und umfassende Fahrverbote sowie den dazugehörigen Ozongrenzwert. Doch dann ließ die Ministerin die schon angekündigte Pressekonferenz auf einmal platzen. Offensichtlich war die Umweltministerin mit ihren Vorstellungen bei zwei Kollegen aufgelaufen.
Aus Frust über die Blockadehaltung ihrer eigenen Parteikollegen soll die Umweltministerin Merkel in der Kabinettssitzung sogar in Tränen ausgebrochen sein, heißt es später in den Zeitungen. Aber nicht nur sie scheitert mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen. Beispielsweise 2004, als die Regierung Schröder einen Partikelfilter für den Diesel verpflichtend machen wollte. Die deutsche Automobilindustrie zögert mit der Einführung von Rußpartikelfiltern. Sie fürchtet, dass Partikelfilter unter jedem Fahrzeug, möglicherweise bei kleinen Fahrzeugen, Minifahrzeugen, die Fahrzeuge relativ teuer machen und damit dann eben möglicherweise aufgrund dieser Verteuerung diese Fahrzeuge nicht mehr in der Dieselversion nachgefragt werden. Die Autobranche bremste so lange bei den Partikelfiltern, bis sie schließlich links und rechts überholt wurde. Verbraucher und Verbraucherinnen wollten ihre Neuwagen nicht mehr ohne Filter. Oder der sogenannte Veggie Day, die Idee der Grünen im Wahlkampfjahr 2013, einen fleischfreien Tag in öffentlichen Kantinen einzuführen. Ein Veggie Day in den Kantinen in der Woche als Möglichkeit ist ein großer Schritt für das, was wir wollen, wenn es um die Beendigung von Massentierhaltung geht. Die Reaktionen von Medien, aber auch der anderen Parteien fallen teils heftig aus. Und jetzt müssen Sie entscheiden, ist es für Sie und Ihr Leben wichtiger, dass Ihnen jemand sagt, dass Sie donnerstags kein Fleisch essen sollen? Oder ist es für Sie und Ihr Leben wichtiger, dass wir nicht mehr als 5 Millionen Arbeitslose haben, sondern dass wir weniger als 3 Millionen Arbeitslose haben? Dabei ist die Meinung innerhalb der Bevölkerung gar nicht mal so eindeutig, wie die Empörung aus den Medien und anderen Parteien vermuten lässt. Einer repräsentativen Umfrage zufolge unterstützt damals eine knappe Mehrheit der Deutschen sogar die Idee eines Veggie Days. Jedenfalls sagen sie das. Aber auch aus anderen Fällen kennt die Wissenschaft das Phänomen sozial erwünschter Antworten. Denn gleichzeitig zeigt dieselbe Studie, eine Mehrheit der Deutschen meint, der Staat solle eine fleischlose Ernährung nicht befördern. Ich sag jeder soll selber entscheiden, wenn ich jetzt Vegetarier bin, dann bin ich jeden Tag Vegetarier. Wenn ich Fleischesser bin, dann bin ich Fleischesser, wenn ich da Lust zu habe. Bei der anschließenden Bundestagswahl 2013 fahren die Grünen prompt ein schlechtes Ergebnis ein. Die Kehrtwende beim Thema Veggie Day lässt nicht lange auf sich warten. Also der Parteitag, auf dem ich gerade bin und den ich jetzt aufmerksam verfolgt habe, der hat gerade eben beschlossen, dass wir keinen Veggie Day mehr fordern, sondern dass wir künftig auch nicht drüber reden wollen, was die Leute essen. Klimaschutz ist uns Deutschen in der Theorie hoch willkommen. Aber wenn es an unsere liebgewonnenen Gewohnheiten geht, an unseren Geldbeutel oder an unseren Komfort, dann ist es schnell vorbei mit den guten Vorsätzen. Ich beispielsweise könnte jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. De facto aber greife ich 2 von 3 Mal zum Autoschlüssel, weil es regnet oder das Gepäck angeblich zu schwer ist, ich mit dem Auto einige Minuten schneller bin oder. Ich habe mehr Ausreden, als es Kilometer ins Studio sind. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass sich der Anteil an Neuzulassungen für SUVs seit 2015 fast verdoppelt hat, dann ist es kein Wunder, dass sich Politiker und Politikerinnen so schwer damit tun, strikte Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Sie fürchten, siehe Veggie Day, die Reaktion der Wähler. Das ist die eine Sicht auf die Tatenlosigkeit. Die andere ist die sogenannte Strategie der Tatenlosen. So nennt der Klimaforscher Michael Mann die Taktik großer Konzerne und kohlefördernder Staaten wie Australien, die Verantwortung zu individualisieren. Der Einzelne soll das Gefühl bekommen, erstmal bei sich selber anfangen zu müssen. Weniger Fleisch zu essen, weniger Auto zu fahren, weniger zu fliegen. Dabei gehen aber 70% der Treibhausgasemissionen auf das Konto von nur etwa 100 Unternehmen aus dem Bereich Kohle, Öl und Gas. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Einzelne keine Verantwortung übernehmen muss, aber ein genauerer Blick auf die großen klimaschädlichen Player in Deutschland und ihren Einfluss auf die Politik lohnt sich. Es ist doch wirklich nicht redlich für die Zukunft des Weltklimas, die Automobilhersteller in Investitionen hineinzutreiben, die sie letztlich gar nicht materiell und auch wirtschaftlich leisten können. Insbesondere die Industrie hat es immer wieder geschafft, sich mit geschickten Lobbyisten und klugen Argumenten in der Politik Gehör zu verschaffen. 2 bezeichnende Fälle aus den vergangenen Jahren lohnen das genauere Hinschauen. Im Sommer 2013 will der Umweltausschuss der EU die Abgasgrenzwerte für neue Autos stärker begrenzen. Nach langen Verhandlungen steht schließlich ein Deal.
Bis 2020 sollen Neuwagen pro Kilometer nur noch 95 Gramm des schädlichen Klimagases freisetzen. Bislang waren es 130. Die Autolobby ist alarmiert. Doch als droht, dass der Kompromiss ohne weitere Aufweichungen der Grenzwerte verabschiedet werden soll, steigt Angela Merkel auf die politische Bremse. Vor allem die deutschen Premium-Hersteller Daimler, BMW und Audi, die meist große Limousinen herstellen, fühlen sich von den europäischen Plänen benachteiligt. Nachteile der deutschen Automobilindustrie will die Kanzlerin aber nicht hinnehmen. Persönlich intervenierte sie in Brüssel. Schlussendlich schaffte es Angela Merkel, den Beschluss der neuen Grenzwerte hinauszuzögern und gleich auch noch Ausnahmen für die Grenzwerte festzulegen. Der Fall zeigt, wie fest das Band zwischen Automobilindustrie und Politik ist, zumindest mal war. Und da liegt mir wieder ganz besonders die Automobilindustrie am Herzen. Dabei ist für uns ganz klar, dass das Automobilindustrie politisch die Halsschlagader von Deutschland und Bayern ist. Man hat manchmal wirklich das Gefühl, dass die deutschen Autobauer ihre Regierung komplett in der Hand haben. Die Bundesregierung hat hier in Brüssel schon oft EU-Entscheidungen im Interesse der Hersteller beeinflusst. Ebenfalls ein Erfolg der Wirtschaft, wenn auch einer ganz anderen Industrie, war der 2016 verhandelte Kohlekompromiss. Da geht's um Kohle. Die nämlich verdirbt Deutschlands Vorreiterrolle in puncto Klimaschutz. Die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung stiegen zuletzt deutlich an. Und so ruft der Wirtschaftsminister heute eine Abkehr von der Kohle aus. Besonders alte und umweltschädliche Kraftwerke wollte Wirtschaftsminister Gabriel mit einer Art Strafabgabe belegen. Der Klimabeitrag hat aus unserer Sicht den Vorteil, dass er effizient und kostengünstig ist. Noch 2014 pocht Sigmar Gabriel vehement auf die von ihm vorgeschlagene Klimaabgabe. Doch gegen diese Idee stellen sich sowohl die Kohlekraftwerke als auch die Gewerkschaften und schaffen es, die Strafabgabe sogar in eine Art Prämie für alte Kohlekraftwerke umzuwandeln. Stattdessen bekommen die Unternehmen jetzt Geld dafür, dass sie Kraftwerke stilllegen, aber für Notfälle betriebsbereit halten. Sie sind ja weitestgehend auf den Vorschlag der IGBCE der Gewerkschaft eingegangen. Haben Sie sich da über den Tisch ziehen lassen? Nein, wir sind darauf eingegangen, dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeber gemeinsam gesagt haben, wenn ihr das alte Modell nehmt, das wir eigentlich vorhatten, eine Kohleabgabe, dann wird es zu Strukturabbrüchen kommen mit Tausenden von Arbeitslosen. Die Argumentation der Industrie, dass die Produkte für die Kunden zu teuer werden oder dass Arbeitsplätze verloren und ganze Industriebranchen niedergehen, ist nicht neu. Unternehmen und Lobbyverbände haben dieselben Argumente schon häufig angebracht, sobald neue Klimaschutzmaßnahmen drohen. Natürlich ist die Sicherung von Arbeitsplätzen und des Industriestandortes Deutschland wichtig, aber häufig ist es auch nur ein allzu bequemes Argument, konkrete Klimaschutzmaßnahmen auszubremsen. Natürlich gab es auch Momente, in denen erstaunlich konkrete Schritte in kurzer Zeit gelungen sind. Das Montrealer Protokoll von 1987 ist so ein Beispiel. Damals schaffte es die Staatengemeinschaft auf einen Schlag, ozonschädliche Gase, FCKW, zu begrenzen. Es ist nicht falsch, manchmal zum Ordnungsrecht zu greifen. Das Verbot von FCKWs war das erfolgreichste Verbot aller Zeiten. Seitdem schließt sich das Ozonloch. Wenn die Maßnahmen einfach durchzusetzen sind, entweder weil sie den Bürgern und Bürgerinnen nicht viel abverlangen oder weil die Notwendigkeit der Verbote unmittelbar einzusehen ist, wie im Fall des FCKW-Verbots, dann kann es auch mal ganz schnell gehen mit dem Klimaschutz. Haben Sie manchmal Angst, dass Sie Ihr Kind nicht mehr in die Sonne schicken können? Es könnte schon sein. Es ist halt ja jetzt schon sehr schlimm. Die Kinder kriegen unheimlich schnell einen Sonnenbrand. Man kann die ja jetzt schon selten noch rauslassen. Ja, das glaube ich schon. Da haben wir schon Angst davor. Nur leider gibt es viel zu wenige solcher Positivbeispiele. Die Quittung für ihre unzureichende Klimapolitik hat die Bundesregierung jetzt vom Bundesverfassungsgericht bekommen. Die obersten Richter erklärten im April 2021 das Klimaschutzgesetz von 2019 für in Teilen verfassungswidrig. Die Bundesregierung lege keinen konkreten Plan für die Zeit nach 2030 vor und das gefährde die Freiheit kommender Generationen. Das Großartige an diesem, ich kann es gar nicht sagen, anders sagen, coolen Spruch des Bundesverfassungsgerichts ist, dass es eigentlich übersetzt Folgendes gesagt hat: Ziele haben ist ja schön, sagen, wie es geht, ist noch viel besser. Warum hast du es dann nicht gemacht als Vizekanzler?
Mittlerweile hat die Bundesregierung reagiert und die Klimaziele erhöht. Unter anderem soll Deutschland nun schon 2045 treibhausgasneutral werden. Doch selbst das reicht nicht, um für Deutschland die Pariser Klimaziele einzuhalten. Der Weltklimarat hat es durchgerechnet und für Deutschland lautet das Ergebnis: Die Zahl, die wir berechnet haben, 6,7 Milliarden Tonnen an CO2-Emissionen, die wir insgesamt uns noch erlauben dürfen, die würde, wenn wir eine lineare Abnahme der Emissionen annehmen, bis zum Jahre 2038 reichen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Politiker und Politikerinnen am ehesten dann rasch handeln, wenn Katastrophen die Menschen aufrütteln. Und auch wir selber müssen uns ehrlich machen. Warum brauchen wir erst eine unmittelbare Bedrohung, bevor wir Klimamaßnahmen akzeptieren oder sogar umsetzen? Dass die Flutkatastrophe des Sommers, die Waldbrände in vielen Teilen Europas oder auch der Druck durch die Fridays for Future-Demonstranten dann doch das politische Tempo entscheidend steigern werden, scheint angesichts der bisherigen Erfahrungen leider eine allzu optimistische Hoffnung. Handelt, als würde euer Haus brennen, denn das tut es. Welche wichtigen Maßnahmen muss die Ampelregierung umsetzen und wie kann jeder Einzelne zu mehr Klimaschutz animiert werden? Schreiben Sie es mir gerne hier in die Kommentare. Wenn Sie mehr Kontext sehen wollen, abonnieren Sie den Kanal und wenn Sie ein anderes Video von meinen Kolleginnen und Kollegen im ZDF sehen wollen, klicken Sie einfach hier.